Ein herzliches Hallo in der Chaos Kitchen 51 aus Berlin. Heute Technik, Chaos Kitchen Technik. Und ich möchte euch heute ein Smoothie-Gerät oder Mixer vorstellen, der von WMF im Angebot war und ich da einfach zugeschlagen habe. Statt 79,29 €, denke, das ist ein Schnäppchen und dann nimmt man das einfach mit. Und ich möchte euch damit heute ein Smoothie machen. Und wie das Ganze gleich vonstatten geht und wie die Maschine aufgebaut ist, seht ihr gleich in dem Video. Also bleibt dran! Hallo meine Lieben, hier haben wir schon mal die Obstsorten, die ich gleich für den Smoothie gebrauche. Und hier haben wir das nette Gerät. Also hier haben wir zum Beispiel den Saftbehälter. Das ist Plastik, aber sehr stabil. Fassungsvermögen sind 600 Milliliter und geht hier nett abzuschrauben. Was das Schöne ist, ihr habt hier die Schneidemesser, die man wirklich extrem gut sauber machen kann. Also hier kommt man auch wirklich überall ran. Es gibt ja auch Geräte, wo man da so ein bisschen seine Schwierigkeiten hat, um an die Messer ranzukommen und die zu reinigen. Also das ist eigentlich ziemlich ideal. Und dann füllt man halt das Obst dann hier ein, schraubt das wieder auf. Hier ist der Motorblock, so, ja, nennt man so, glaube ich. Motorblock. Ja, dann setzt man das Ganze nachher mit den Früchten hier drauf, drückt es etwas runter, dreht es in die Seite und so soll es funktionieren. Ganz einfach, simpel irgendwie, und aber sehr robust und sehr stabil, finde ich. Also machen wir jetzt einfach mal einen Smoothie, ne? Hier haben wir jetzt also unsere Obsttorten, die ich jetzt gleich in dem Smoothie verarbeiten werde. Hier haben wir Melone, Orange, Apfel, etwas Lemon und ein bisschen Mango. Und dann haben wir hier noch Blaubeeren. So, dann schrauben wir unser Gerät mal auf. So, dann geben wir noch ein bisschen Spritzer von der Lemon rein, ein bisschen Kokoswasser, das kriegt ihr in jedem guten Asialaden, müsst ihr aber nicht so viel nehmen, das reicht. Und jetzt schrauben wir unseren Deckel hier drauf. Trinkbecher auch auf die Maschine aufsetzen. Hier sind zwei Markierungen, die auf dem Messerblock sozusagen und auf dem Motorblock. Und ihr setzt das hier so ein, drückt es etwas nach unten und dreht es nach links. So, und dann können wir das Ganze mal starten. Ja, und wie ihr seht, super gemixt. Also ganz normal wieder abdrehen. Was ihr jetzt auch machen könnt, wenn ihr euch einen Sommersmoothie gemacht habt oder irgendwas Kaltes, dann könnt ihr dieses Schneidemesser hier abdrehen. Und dann gibt es nämlich für unterwegs einen Verschluss, damit ihr dieses Teil unterwegs auch mitnehmen könnt. Und hier oben mit einer netten Öffnung zum Trinken. Und das Material soll etwa 2 bis 4 Stunden lang Getränke kühl halten. Also dieses Plastikgefäß. Ich sage jetzt einfach mal Prost. Super. Super lecker. Ja, wie gesagt, das ist der Kult X. Mix und Go. Und vom Testmagazin im Urteil sehr gut abgeschnitten. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Hier könnt ihr noch sehen, was es an zusätzlichen Sachen gibt für diesen Mixer. Ich kann jetzt nur noch sagen, also mir hat es wunderbar geschmeckt, oder schmeckt es noch. Das Gerät war auf alle Fälle sein Geld wert. Und ich werde jetzt, denke ich, häufiger mal einige Smoothies machen mit dem Gerät hier in Berlin. Und verfolgt uns weiter, oder mich auch. Weitere Videos folgen.
Und vielleicht demnächst auch mal wieder ein Technikvideo. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht bei Chaos Kitchen 51. Heutiges Thema war Technik und ein Smoothie. Und die Zutaten für diesen Smoothie füge ich euch unten nochmal in die Infobox ein. Also, bis bald in der Chaos Kitchen 51. Euer Tom.